Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warface. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir machen eine PvE-Mission jetzt mal in dieser Folge mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad. Und ich muss mal schauen, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, weil ich muss das nämlich machen für einen Battle Pass Job, also für eine Battle Pass Aufgabe, muss ich nämlich sowas hier 3-4 Mal machen. Und das Ding ist, mein Team ist noch nicht so hoch vom Level her und so weiter. Und wir alle haben auch die gleiche Klasse gerade ausgewählt. Deswegen muss das jetzt wirklich auch hier perfekt laufen. So. Dann wollen wir halt jetzt einfach mal hier vorrücken und so. Und der nächste Warface-Livestream zur neuen Season wird jetzt auch bald kommen. Weil bis jetzt hatte ich ja nicht nochmal gestreamt, Warface. Ich hatte ja letztens diesen einen Stream gemacht und jetzt die letzten zwei Tage nicht. Aber da wird jetzt wieder einer kommen. Schon mal so als kleine Ankündigung am Rande. So. Mist. Das Problem ist gerade, hier gehen irgendwie alle gefühlt drauf. So, gut vorrücken. Weiter geht's. Wir müssen das schaffen. So, Deckung hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also langsam kommen wir doch voran. Na super, jetzt kommt ein schwerer Schütze. Also den müssen wir jetzt wirklich schaffen hier als Team. So. Shit, nein. Hilfe. Teamkameraden. Das kann nicht wahr sein. Ich habe keine Teamkameraden bei mir, die mir helfen können. Ach, wie ich es hasse. Die verstehen nicht, wie man den besiegt. Kommt schon, bitte. Macht das doch ein bisschen schlauer. Überlegt doch. Wahrscheinlich ist die Munition von allen leer, ehe sie mit denen mit mir platt gemacht haben. So, jawohl, jetzt hat er mal ein bisschen Schaden. So, mal hier hinter schnell. Jawohl, er ladet noch. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Okay, der eine weiß jetzt auch, wo man drauf schießen soll. Mist, der ladet nach, aber jetzt bin ich gerade nicht da. Weg, weg, push. So. Jawohl. Und über die Hälfte ist langsam weg, so. Ja, langsam kriegen wir das doch hin. So, dir gebe ich mal Munition, bitteschön. Und die auch. So. Aber jetzt. Sehr gut. Es hat geklappt. Ich würde sagen, wir warten einfach mal hier ein kleines bisschen.
Wenn er aufhört zu feuern, rennen wir hin. Los. Sehr gut, hervorragend. Wir bleiben noch hier ein bisschen Deckung. Wir wollen jetzt hin. Ich komm nicht ran. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. Kollege, bleib stehen. So. Jetzt geht es langsam hier weiter. Ich hoffe bloß, wir haben jetzt nicht noch einen anderen Bosskampf hier. In dem Level. Weil da habe ich dann echt das Gefühl, dass wir es nicht überstehen, muss ich ehrlich sagen. Okay, dort unten ist so ein Geschütz. So, Granate erstmal dorthin. Nein, das Geschütz hat mich natürlich auch noch platt gemacht. Komm schon. Schnell, 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 schnell. So, hier rein. Jetzt hier entlang. Ja, 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 ja. Jetzt schnell hier rein. Los. Gut. Wir sind abflugbereit. Kollege, komm doch mit rein. Guter Junge. Puh. Das hätten wir. Na klasse, die anderen haben die Runde verlassen. Wir sind nur noch zu zweit. Klasse Team. Ich muss ja sagen, bei solchen Sachen hier, wie solche Missionen, muss ich sagen, würde ich mir eigentlich ganz gerne wünschen. Ich weiß nicht, bei PvP könnte man das ja vielleicht auch machen, dass man halt vielleicht eine Strafe bekommt. Dass man das Team halt in den Stich gelassen hat. Fände ich persönlich ganz gut. Dann würden andere vielleicht nicht immer die Runde verlassen. Dass sie dann vielleicht eine Zeitsperre haben, dass sie vielleicht eine halbe Stunde oder so nicht spielen können. Oder halt irgendwas anderes. Okay, rein hier. So. Jetzt fehlt nur noch der andere. Gut, Kollege, jetzt heißt es hier überleben zu zweit. Na super. Mit auch noch einem Helikopter hier. Geh doch bitte runter. Na super, ich seh's doch schon kommen. Er wird sterben und dann bin ich jetzt hier alleine. Ich sagte es doch, Kollege. Geh doch lieber in Deckung. Hier hast du solche schönen Dinger. Bist du etwas in Deckung wenigstens. Zumindest von einer Seite her gesehen. Jetzt kommt ein schwerer Schütze. Mist. Das schaffe ich leider nicht. Münze benutzen? Ich weiß nicht. Eine nehme ich noch. Hier oben, der müsste noch weg. Ne, der ist jetzt weg anscheinend. Ne, dort hinten. Oh shit. So, los. Sehr gut. Aber jetzt sind hier auch noch welche mit Raketenwerfer. Ich glaube, meine Münze habe ich umsonst benutzt.
Mist. Das war's leider für mich. Ja, wir sind halt auch leider nur zu zweit. Das ist ja das Ding. Die anderen sind halt leider rausgegangen. Und da sieht man halt leider wieder mal, es kommt halt immer auch mit noch aufs Team drauf an. Jetzt haben wir halt verloren, weil wir zu wenige waren. Und die anderen Teamkameraden waren halt einfach zu niedrig. Hat man ja auch vorhin gesehen bei dem Schützen, wo man den Rücken dort abschießen muss. Später haben sie es zwar auch noch kapiert, aber leider etwas zu spät. Schade. Ich hätte es halt gerne geschafft für meine Aufgabe und für den anderen wäre es ja auch nicht verkehrt gewesen. Vor allem für die ganzen anderen auch drin, weil die waren ja niedriger vom Level her und die hätten ja sogar noch gut was an Erfahrungspunkten bekommen. Und auch diese Kronen-Dinger, die du hier immer bekommst. Weil damit kannst du ja auch Waffen leihen oder ja permanent ab und zu holen. Im Shop. Aber nun ja. So, schauen wir mal noch hier bei Item Shop rein. Da steht neu. Irgendwas Neues ist drin. Feastar Skin. Die Waffe hatte ich, glaube ich, letztes Mal. Die hat mir da gar nicht so gut gefallen. Glaube ich jetzt. Die Waffe hätte ich ganz gerne. Die finde ich cool. Die hätte ich gerne permanent. Die hatte ich letztes Mal aufgehoben im Livestream von einem Gegner. Da war die ganz cool. Ja, also heute sind ganz coole Waffen so im Shop, wenn ich mir die heute so anschaue. Ganz coole sind dabei. Am besten gefällt mir auch von den Sachen so her, was im Shop ist. MSBS Radon, AK, egal jetzt so welche, goldene oder andere, sind ja beide eigentlich gleich von den Stats. Laut meines Wissens. Ach nein, die andere macht ein bisschen mehr Schaden bei Cyborgs. Stimmt, so ist es ja auch bei meiner Scar. Meine Scar hatte ich ja damals als Vorbesteller-Ding mit dazu, falls einige sich fragen, wo ich die her hatte. Ja, aber heutiger Shop ganz okay, ganz okay. Ja, und ich denke mal, den nächsten Livestream jetzt zu Warface wird es jetzt auch bald geben. Ich denke mal, am kommenden Sonntag werde ich live sein, am Abend oder frühs mit Warface. Schalte da, wenn dann, gerne ein, würde ich mich freuen. Und ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, euch gefällt das Projekt Warface auf meinem Kanal und ihr wollt mehr davon sehen. Und auch natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, das war's jetzt an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.